Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei mir im Zentrum. Europa ist kein Tante-Emma-Laden, wo es nur darum geht, was man einzahlt und was man herauskriegt, kritisierte der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel. Doch genau deshalb ist der erste Gipfel gescheitert und wir fragen, der große Basar in Brüssel, wer bietet weniger? Der Kampf um 1 Billion Euro geht in die nächste Runde. Wie viel Geld soll wofür ausgegeben werden? Klimaschutz, Forschung, Bildung, Digitalisierung, Sicherheit und Außenpolitik benötigen mehr Geld. Doch der Brexit hat ein Milliardenloch hinterlassen. Die EU ist in zwei Lager gespalten. Da die Freunde des sogenannten Zusammenhalts, das sind 17 Länder des Südens und Mitteleuropas, dort die selbsternannten sparsamen Vier, das sind Österreich, Dänemark, Niederlande und Schweden. Wer wird sich durchsetzen? 152 Euro hat jede Österreicherin und jeder Österreicher im Jahr 2018 ins EU-Budget eingezahlt. Das ist der Pro-Kopf-Anteil an den 3,29 Milliarden, die Österreich als Mitgliedsbeitrag nach Brüssel überwiesen hat. 1,95 Milliarden sind nach Österreich zurückgeflossen. Österreich gehört damit zu den Nettozahlern, die mehr ins EU-Budget einzahlen, als sie zurückbekommen. Nettoempfänger dagegen erhalten mehr Geld aus dem EU-Budget, als sie einzahlen. Der größte Nettozahler ist Deutschland, der bisher zweitgrößte, nämlich Großbritannien, fällt nun weg. Dieses Budgetloch soll durch höhere Beiträge der übrigen Mitgliedstaaten gestopft werden. Die Gruppe der sparsamen Vier, bestehend aus Österreich, den Niederlanden, Dänemark und Schweden, wehrt sich gegen zu hohe Beiträge. Ich glaube nicht, dass es proeuropäisch ist, wenn man mehr ausgeben möchte. Und ich glaube nicht, dass es antieuropäisch ist, wenn man sparsam sein möchte. Money. Streit gibt es auch um den EU-Haushaltsplan. Es geht um die Verteilung von mehr als 1 Billion Euro für die kommenden 7 Jahre. Doch es ist ein Tauziehen um die Mittel. Ein Großteil der Ausgaben soll dem Klimaschutz gewidmet sein. Für Außengrenzschutz und Verteidigung ist ebenfalls mehr Geld geplant. Österreich und Deutschland drängen auf Investitionen für die Forschung. Widerstand auch aus der Bevölkerung gibt es gegen mögliche Kürzungen für Landwirtschaft und Regionalhilfen. Nur wer die Regeln der Rechtsstaatlichkeit einhält, soll Geld bekommen. Das ist vor allem westlichen Mitgliedstaaten wichtig. Polen und Ungarn sind damit nicht einverstanden. Money. Freitagabend heißt es dann, gescheitert. Die Mitgliedsländer können sich nicht auf eine Linie einigen und brechen den Gipfel ohne Ergebnis ab. Die Differenzen waren einfach zu groß. Das Kräftemessen geht in die Verlängerung. Nur wer wird sich am Ende durchsetzen? Ja, wer wird sich durchsetzen, das frage ich meine Gäste heute Abend. Caroline Edtstadler, die Bundesministerin für EU und Verfassung, ÖVP, sagt, wir wollen ein schlankes und effektives EU-Budget und eine faire Lastenverteilung. Martin Sellmayr, der Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Österreich, meint, alle 7 Jahre streiten die Mitgliedstaaten über die künftigen Prioritäten der EU und das ist gut so. Harald Wilimski, der EU-Abgeordnete FPÖ, fordert keinen Cent mehr für die EU. Claudia Gamon, die EU-Abgeordnete NEOS, kritisiert, die Staatschefs beschäftigen sich mit der zweiten Stelle hinter dem Komma, doch auf die Zukunft gibt es keinen Rabatt. Gerge Bröhle, der Direktor der Otto-von-Habsburg-Stiftung und ehemalige stellvertretende Staatssekretär im ungarischen Außenamt, meint, die großen gemeinsamen Herausforderungen der nächsten 7 Jahre verlangen von jedem Mitgliedstaat größere Anstrengungen, ihrer Wirtschaftskraft entsprechend. Und Theodoros Paraskevopoulos, der Ökonom und Vorstandsmitglied der Syriza Progressive Allianz Griechenland, sagt, die großen Herausforderungen können mit einem mickrigen Budget nicht angepackt werden. Auf ORF On können Sie unter debatte.orf.at/imzentrum diskutieren. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, eine gemeinschaftliche Herausforderung wird unter Umständen auch das Coronavirus sein. Die WHO hat das ja auch schon der EU nahegelegt. Herr Sellmayr, ist die EU bei einer Epidemie, bei einer Pandemie gerüstet? Also wir müssen das sehr ernst nehmen. Und es ist gut, wie wir eben vom Gesundheitsminister gehört haben, dass sich alle Gesundheitsminister in den 27 Mitgliedstaaten mit der Europäischen Kommission gemeinsam koordinieren, wachsam sind, dass die Innenminister zusammenarbeiten. Wir haben das vorhin von Minister Nehammer gehört. Und dass wir uns
alle Anstrengungen zusammendrängen. In der Forschung schnell ein Gegenmittel zu finden. Die Europäische Union fördert hier die Forschung in der gesamten Europäischen Union. Und dass wir auch China helfen. Die Europäische Union hat heute Morgen beschlossen, 25 Tonnen an Hilfsmitteln, Medikamente und Schutzanzüge nach China zu bringen. Das ist europäische Solidarität auch gegenüber China im eigenen Interesse. Denn je schneller das in China in den Griff bekommen wird, umso besser für uns. Frau Minister, wir haben auch gehört, dass eben ein Zug gestoppt wurde, beziehungsweise überhaupt der Verkehr über den Brenner eingestellt wurde, aber gleichzeitig noch immer Direktflüge aus China in Schwechat landen. Gibt es hier Überlegungen von Ihnen als Europaministerin, diese einstellen zu lassen? Also zunächst kann ich nur sagen, es ist eine ernstzunehmende Situation. Wesentlich wird sein, dass die nationalen und die internationalen Behörden hier zusammenarbeiten. Der Fall jetzt am Brenner und das Stoppen des Zuges zeigt, dass ja die Arbeitsweise und die Zusammenarbeit funktioniert und hier dieser Verdachtsfall auch aufgekommen ist. Man muss auch sagen, dass die meisten Flugverbindungen und die meisten Fluglinien, es sind derzeit 70, ihre Flüge bereits eingestellt haben nach China und dass es ja eine Ansteckung von Person zu Person ist. Hier werden alle Vorsichtsmaßnahmen gesetzt. Die Zusammenarbeit läuft auch so, dass hier täglich das Update erfolgt. Und ich darf hinzufügen, ich war vor kurzem im Zuge meiner Tour de Capital in Stockholm auch bei ECDC, das ist das European Center for Disease Prevention and Control. Und dort fährt man schon seit 2 Wochen einen Zweischichtbetrieb und holt immer die Informationen auch aus China, um reagieren zu können. Und ganz wesentlich ist, Österreich ist gerüstet. Das hat auch die Rückholung von Menschen, also von Österreichern nach Österreich gezeigt. Gott, die EU und Österreich gerüstet, Ihrer Meinung nach. Wir kommen zum Thema, zum eigentlichen, zum EU-Budget von heute. Herr Selmayr, Sie waren 4 Jahre lang Kabinettschef des ehemaligen Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker, dann auch Generalsekretär, jetzt eben in der EU-Kommission. Man sagt, Sie sind einer der bestvernetzten Menschen, die sich in den EU-Institutionen auskennen. Jetzt haben wir Bundeskanzler Kurz gehört, der hat gesagt, es ist nicht pro-europäisch, wenn man mehr einzahlt und es ist auch nicht anti-europäisch, wenn man sparsam ist. Was ist daran falsch? Ich sage gar nicht, dass es falsch ist. Ich habe Verständnis für das, was der österreichische Bundeskanzler sagt. Die Europäische Kommission meint auch, dass die Mittel des europäischen Steuerzahlers, die stecken ja im EU-Budget drin, dass die sparsam ausgegeben werden müssen. Und deshalb hat die Europäische Kommission vorgeschlagen, dass wir diese Brexit-Lücke, die Sie angesprochen haben im Einführungsbeitrag, dass wir die zu 50% durch Einsparungen und 50% durch neue Mittel decken. Denn wir meinen auch, dass man in einigen Bereichen im EU-Haushalt deutlich sparen kann. Und das sieht auch der Vorschlag des Haushaltskommissars, des früheren Haushaltskommissars Günther Oettinger vor, der den ja vor 2 Jahren vorgelegt hat. Günther Oettinger ist nicht zufällig ein Schwabe. Der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker dachte, es ist gut, wenn wir einen Schwaben damit beauftragen, weil die Schwaben sind jedenfalls in Deutschland dafür bekannt, dass sie sehr sparsame Menschen sind. Und ich habe den Eindruck, der österreichische Kommissar Gio Hahn setzt diese Linie jetzt nachhaltig fort. Aber insgesamt will die EU-Kommission natürlich mehr als dieses berühmte 1%. Die EU-Kommission ist nicht der Gegenstand der Verhandlungen. Wir machen einen Kompromissvorschlag, der zwischen diesen verschiedenen Mitgliedstaaten, die alle andere Interessen haben, versucht, die goldene Mitte auszuloten. Das Geld geht von einem Mitgliedstaat an den anderen in ein gemeinsames Interesse, in ein gemeinsames Werk. Und was wir auf den Tisch gelegt haben, ist ein Vorschlag, der vernünftig ist. Und darüber streitet man jetzt. Und das ist normal, dass gestritten wird. Es ist gut, dass gestritten wird. Frau Ministerin, EU-Außengrenzschutz, das ist etwas, wo Sie heute im Kurier auch wieder aktuell verlangt haben. Dafür muss es mehr Geld geben. Jetzt will aber Österreich nicht mehr zahlen. Einer der Gründe, warum eben mehr Geld verlangt wird von der EU-Kommission, vom EU-Parlament, ist eben, weil der Außengrenzschutz mehr kosten wird. Das ist ein Widerspruch. Können Sie den auflösen? Also es geht um 2 Dinge. Es geht darum, dass wir ein schlankes Budget wollen und ein Budget zum Zweiten, das die neuen Prioritäten abdeckt, das die Dinge abdeckt, die wir alle in der Europäischen Union auch den Bürgerinnen und Bürgern schuldig sind zu leisten. Und es ist das große Kunststück, diese Prioritäten jetzt da auch tatsächlich zu bedienen und bei den Alten, so im Bereich der Kohäsion auch zu schauen, wo gibt es Programme, die vielleicht nicht so zielgerichtet waren, die nicht zu dem Effekt geführt haben, den man sich gewünscht hat. Und dieses Kunststück muss gelingen. Und der Außengrenzschutz ist einer der Prioritäten, die auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausgerufen hat. Und wir stehen dazu, dass das eine Frage ist, die ganz Europa betrifft. Aber wenn man es in der Summe betrachtet, dann ist es doch ein relativ kleiner Betrag. Wir reden von über 1.000 Milliarden, die hier ins Budget fließen. Und ich darf hier anschließen, es geht um ein Budget für die nächsten 7 Jahre und die Prioritätensetzung. Und ich war in der letzten Regierung auch dabei, als ein Doppelbudget in Österreich erstellt worden ist. Und es war eine lange Diskussion. Da waren verschiedenste Interessen, die man sozusagen
auf einen Tisch bringen musste zuerst und dann auch entflechten und eine Lösung finden. Und natürlich wollen wir eine Lösung. Es wäre schön gewesen, wenn wir bei diesem Europäischen Rat schon eine Lösung gefunden hätten. Aber ich kann Ihnen sagen, auch nach meiner Erfahrung von dieser Reise Tour de Capital, die ich schon erwähnt habe, wo ich wirklich in Staaten des Ostens war, im Norden, im Süden, gibt es einfach ganz unterschiedliche Meinungen und die muss man jetzt halt irgendwie auch auf einen Nenner bringen. Unterschiedliche Meinungen, die wir auch sicher in dieser Runde dann hören werden. Herr Wilinski, Sie sagen, keinen Cent mehr in der EU. Aber das heißt, Sie wollen weniger einzahlen? Also, dass die Österreicher weniger einzahlen? Naja, schauen Sie, die Begründung dafür liegt in der Unfähigkeit der Europäischen Union seit dem Jahr 2016 für sich selbst ein Zukunftsszenario zu definieren. Sie erinnern sich an das Brexit-Referendum, die Schrecksekunde, und als danach dann von Seiten der Kommission ihr Chef Jean-Claude Juncker in einem Weißbuch 5 Szenarien vorgelegt hat. Ja, also quasi weiterwursteln wie bislang, dann ein Binnenmarktszenario, dann haben wir eine Koalition der Willigen, die mehr machen wollen, dann haben wir das, worauf sich Österreich in der vergangenen Bundesregierung verständigt hat, nämlich Kompetenzrückverlagerung bis hin zu einer Ever-Closer-Union, die sich also bis fast ins Extreme vergemeinschaftet. Und in diesen fast 4 Jahren hat die Europäische Union es nicht geschafft, eine Antwort zu geben. Und ich sage, wie kann man, wenn man selbst nicht weiß, wohin man sich entwickeln will, jetzt, nachdem der Erste die Europäische Union verlassen hat, gleich noch mehr Geld verlangen? Das ist unanständig. Jetzt beginnt die Europäische Union erneut ein Zukunftsprojekt, eine Diskussion, die wiederum 2 Jahre dauern wird und die Europäische Union und ihre Mitgliedsländer bis heute nicht den Konsens haben, wohin sich diese Gemeinschaft entwickeln soll. Und wenn man diese Antwort nicht geben kann, dann darf man bitte nicht noch mehr Geld rufen. Und da geht es um keine Kommastellen dahinter, da geht es um hunderte Millionen für Österreich. Nur zur Konkretisierung noch, Herr Wilimski, aber das heißt, bitte. Sie wollen ja dann weniger einzahlen als diese 1%, weil aufgrund der höheren Wirtschaftsleistung Österreich ohnehin mehr zahlt. Genau, sowohl in Prozenten wie auch in absoluten aber Zahlen. Aber das heißt weniger als 1%. Sage, ja, wenn ich mir anschaue die ganze Kohäsionspolitik und ich mir anschaue die ganze Agrarförderpolitik, ich glaube, dass die Staaten besser in der Lage sind, zielorientiert in ihrem Bereich Förderungen zu vergeben, als zuerst das Geld nach Brüssel überweisen zu müssen und dann abhängig zu sein davon, ob wieder was zurückkommt, ja, in einem kleineren Ausmaß. Das ist gut, absurd, um zu übersetzen, die Kohäsionspolitik heißt ja, dass das eben, das ist ein Grundgerüst der Solidarität in der EU, dass man sagt, dass die reicheren Länder den ärmeren Ländern helfen, damit sie eben wirtschaftlich dort anschließen können, wo eben die reichen Länder sind. Den ärmeren Regionen, wie dem Burgenland. Genau, den ärmeren Regionen. Ja? Herr Paraskevopoulos, Sie sagen ja zum Beispiel, dass es auf jeden Fall so sein muss, dass die reicheren Länder viel mehr zahlen müssen. Sie sagen sogar eingangs, mit einem mickrigen Budget werden wir die Herausforderungen ich meine nicht lösen. Dass allein die reicheren Länder mehr zahlen sollen. Alle müssen mehr zahlen. Weil die Aufgaben, die sich von Zeit zu Zeit sich die EU stellt, allein das Klima, das kann mit ein paar hundert Millionen nicht bewältigt werden. Das geht nicht. Richtig. Das muss sehr viel mehr Geld. Oder Frau Ministerin sprach vom Schutz der Grenzen der EU. Wir haben aber noch ein zweites Problem, nämlich der Empfang und die Eingliederung von Flüchtlingen und Migranten. Europa braucht Menschen, Europa altert. Also müssen wir, und das ist sehr teuer, Menschen einzugliedern, ist sehr teuer. Aber das müssen wir machen. Das ist eine gute, kluge Investition für die Zukunft. Und deswegen glaube ich, dass diese Diskussion über 1% oder 1,1 oder 1,06 oder auch 1,3, wobei ich hoffe, dass das Europaparlament standhaft bleibt, das ist eine Diskussion, die nicht das Ziel sieht. Und ein Wort zu Ihnen. Sie sagten sehr richtig, dass die EU erst ihre Ziele definieren muss. Das ist richtig. Und anhand dieser Ziele muss sie auch sagen, wie viel Geld sie braucht und dies aber auch einfordern. Aber von Zeit zu Zeit definieren wir ja Ziele. Ohne Konsens. Wir haben keinen Konsens über diese Ziele.
Ja, damit. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wir haben gerade im letzten Jahr im Juni haben alle 27 Staaten gemeinsam eine sogenannte strategische Agenda mit gemeinsamen Zielen beschlossen. An erster Stelle den Klimawandel bekämpfen, am zweiten die Digitalisierung voranbringen, drittens die Sicherheit innen und außen zu stärken. Das war das Ergebnis der Europawahl und das ist das Programm der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit 6 Prioritäten. Und der neue EU-Haushalt passt sich genau an diesen Prioritäten an. Wir haben also diese Diskussion geführt und wir haben diese Diskussion geführt und wir haben sie im Ergebnis der Europawahl geführt. Die Europawahl war ein demokratischer Akt und in diesem Lichte der Europawahl haben wir diese Diskussion geführt und auch einen einstimmigen Beschluss aller 27 Staaten. Ich weiß nicht, wie Sie in die Digitalisierung mit China und den USA aufnehmen wollen. Ohne Geld. Eine separate Diskussion ist das. Moment, ich möchte die beiden natürlich noch... Es geht um das Geld. Ja, ich möchte die beiden anderen Gäste noch hereinholen. Herr Bröhle, alle 7 Jahre wird das verhandelt, dieser Finanzrahmen, dieses EU-Budget. Und vor 7 Jahren war das David Cameron, der gesagt hat, es darf nicht mehr als diese berühmten 1% eben sein, weil er mit weniger Geld eben die damals noch EU-Bürgerinnen und Bürger begeistern wollte. Wir wissen, was herausgekommen ist. Man konnte sie nicht begeistern. Geht es nicht letztlich auch darum, ein handlungsfähiges Europa zu haben? Doch, natürlich. Und mich hat die Grafik, die Sie am Anfang gezeigt haben, sehr beeindruckt. Und da hier auch Vertreter der Bürger Österreichs hier um uns sitzen, diese 152 Euro, was das den Steuerzahlern kostet, dieses Budget zu tragen, das ist natürlich eine wichtige Zahl, die alle betreffen. Und es geht gerade um die Leistungsfähigkeit, nicht nur die Leistungsfähigkeit nach innen, sondern auch die Leistungsfähigkeit nach außen und diesem internationalen Wettbewerb. Und da ändert sich die Welt furchtbar rasch. So die Wettbewerbslage zwischen Asien, zwischen den Vereinigten Staaten. Wir sehen, wie die transatlantische Beziehungen schwächeln. Also da muss man, glaube ich, und das ist auch unsere Argumentation, da muss man einfach mehr da investieren und tun, damit wir Europäer, österreichische und ungarische Staatsbürger in diesem Wettbewerb bestehen können. Frau Gamon, Sie sagen, Bundeskanzler Kurz würde die Sprache der Nationalisten und EU-Gegner sprechen. Und er hat die Lektion aus dem Brexit eben nicht kapiert wörtlich. Finden Sie das übertrieben? Ich halte das für absolut unpassend, wie Sebastian Kurz auch uns Österreicherinnen und Österreicher in dieser Frage vertritt. Ich bin sehr unglücklich darüber, welche Rolle wir spielen, weil nicht nur, wie es der Herr Sellmayr schon aufgezählt hat, man hat sich ja darauf geeinigt, was wichtig ist in der Europäischen Union. Man möchte, dass die Europäische Union ihr ganzes Gewicht hinter diese Lösung der Frage des Klimawandels gibt. Man möchte, dass die Europäische Union viele Probleme beim Thema Digitalisierung löst für uns. Man möchte, dass die Europäische Union wieder ein globaler Player ist, auch die Werte in die Welt tragen kann. Wenn es dann aber darum geht, dass man dafür auch Mittel zur Verfügung stellt, dass das überhaupt möglich ist, dass man der europäischen Gemeinschaft auch eine Chance gibt, erfolgreich zu sein, darin diese Aufgaben zu erfüllen, dann kommt man wieder zurück in diese nationalistische Kleingeistigkeit und sagt, hier wollen wir nicht mehr einzahlen. Was mich an der Geschichte besonders stört, ist, dass man hier sagt, wir wären in einer Gruppe der Sparsamen. Es wird nämlich der Eindruck erweckt, dass die Österreicherinnen und Österreicher das, was man dann nicht mehr ausgibt, dann gleich wieder zurückkriegen. So ist das natürlich nicht. Wenn man sparsam sein will, dann müsste man den Österreicherinnen und Österreichern in Österreich Entlastung geben durch eine Steuerreform. Das macht man hier aber nicht. Was wir stattdessen haben, ist, wenn jetzt durch den Vorschlag, nehmen wir jetzt einmal die Richtung her, in die diese sparsamen 4 gehen möchten oder auch der Vorschlag des Rates, der am Tisch liegt, da sind knallharte Kürzungen dabei im Vergleich zum Budgetvorschlag, den die Kommission geliefert hat, aber auch im Vergleich zu dem, was das Parlament geliefert hat, umso mehr im Bereich Forschung, beim Erasmus-Programm, auch beim Grenzschutz zum Beispiel, bei wichtigen Dingen wie der Schieneninfrastruktur in Europa. Und alles, was jetzt auch Türkis-Grün vorhat im Thema Klimaschutz, das kann man sich sonst wohin schmieren eigentlich, wenn man nicht bereit ist, in Europa das Geld dort zu investieren, wo es auch mehr Wirkung entfaltet. Und letztendlich sind es viele Aufgaben, die wir nationalstaatlich auch erledigt haben wollen. Wenn wir beim Thema Digitalisierung zum Beispiel anknüpfen, das sind ja Dinge, die wir trotzdem machen müssen, dann werden sie uns viel mehr kosten, wenn wir sie nur nationalstaatlich erledigen, um überhaupt ansatzweise auf den gleichen Effekt zu kommen. Aber
wird nicht mehr netto, kosten, das wird überhaupt netto nicht geschehen. Nettozahler und Nettoempfänger, Sie haben schon, Herr Brühle, angesprochen, eben diese Grafik, und wir zeigen Ihnen das noch einmal in der EU pro Kopf eben pro Jahr. Österreich 152 Euro, am meisten die Dänen mit 206 Euro, dann Deutschland, dann eben nach uns Schweden und Niederlande, und am meisten pro Kopf bekommen eben die in Litauen 610 Euro, in Polen 325 Euro, Ungarn zum Beispiel 533 Euro. Frau Ministerin, weil es auch immer darum geht, um die Nettozahler, nettozahlenden Mitgliedstaaten. Jetzt gibt es aber zwei prominente Parteifreunde von Ihnen, die diese Diskussion überhaupt nicht verstehen. Das ist Ottmar Karas, der darauf eben in seinem aktuellen Blog verweist, dass der Mehrwert des Binnenmarktes 35 Milliarden pro Jahr ist. Und Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende der EVP, also ihrer Parteifamilie, hat auf die Frage der FAZ, Deutschland zahlt ja schon mehr ein, als es herausbekommt, weil das ist eine ähnliche Diskussion. Und ich zitiere, er hat gemeint, das ist eine dumme Diskussion. Mit der gleichen Logik müssten die Bayern aus allen nationalen sozialen Sicherungssystemen Deutschlands aussteigen. Wir müssen raus aus der nationalen Egoismusfalle und rein in die Zukunftsdebatte. Also bevor ich darauf geben Sie ihm recht. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich mit zwei hier Falschdarstellungen aufräumen. Zum Ersten ist es so, dass die Nettozahler sehr wohl bereit sind, ihren Beitrag zu leisten. Ich war in den Niederlanden, ich habe mit Dänemark gesprochen, aber auch andere Nettozahler wie zum Beispiel Finnland. Wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten. Das Zweite ist, wenn Sie sagen, Herr Wilimski, kein Cent mehr, dann verkaufen Sie die Bürgerinnen und Bürger jetzt salopp gesagt, gespannt. Für blöd. Weil wir haben gesagt, unsere Verhandlungsposition startet bei 1%. Darauf haben wir uns sogar in der letzten Regierung mit Ihnen verständigt. Und ja, es stimmt, dass wir auch diesem vierten Szenario aus dem Weißbuch nahe kommen wollen, nämlich dieses less but more efficiently, also weniger, aber das effizienter. Und dafür, und da bin ich jetzt bei Ihnen, Frau Abgeordnete, müssen wir schauen, wo können wir das Geld so einsetzen, dass es genau auf diese Ziele einsetzt. Und die Kommission hat hier auch ihre Prioritäten vorgestellt. Das ist Wirtschaft, die sich für die Menschen auszahlt. Das ist, dass wir im Cyberbereich aufrüsten und die Herausforderungen der Zukunft meistern können. Das ist, dass wir bei Kohäsionsprojekten auch schauen, also den Ärmsten wollen wir mehr helfen. Das ist auch jetzt in dieser neuen Verhandlungsvorlage auch drinnen, dass die Ärmsten mehr bekommen sollten. Aber man muss gleichzeitig schauen, ob die Projekte, die schon jahrelang, jahrzehntelang teilweise laufen, tatsächlich zu diesen Ergebnissen geführt haben, die wir wollen. Und ja, um zu Ihrer Frage zu kommen. Aber als Zwischenfrage, an und für sich war jetzt ja am Schluss, hat der Bundeskanzler ja gemeint, dass die Regionalförderungen, also diese Kohäsionspolitik, dass man die überdenken muss in Teilen. Und Sie sagen jetzt da wieder mehr. Es gibt bei uns, wir sagen bei der zweiten Säule der ländlichen Entwicklung, ist es so, dass es wichtig ist, weil wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen für den Klimaschutz etwas tun. Und wir unterstützen als Österreich ganz klar auch die Priorität der Kommission. Na, darf ich das noch ausführen? Ja. 25% auf das Klimaziel einzuzahlen. Und da muss man sich anschauen, das Geld in der ländlichen Entwicklung, wem kommt denn das zugute? Das kommt der kleinteiligen Landwirtschaft zugute. Das kommt denen zugute, wo Regionalität gefördert wird. Das zahlt auf dieses Ziel ein. Und deshalb geht es uns nicht darum, dass man rasenmäherartig kürzt, sondern dass man schaut, wo kann man denn am besten diese Klimaziele umsetzen? Und deshalb auch diese Diskussion, die durchaus komplex ist. Die Frage, Frau Edstadler, ist nur, wenn Sie sagen wir, wen meinen Sie eigentlich? Weil die ÖVP spricht hier mit sehr vielen Zungen. Ich habe Sie angesprochen als Vertreter der FPÖ. Ja, schon. Und jetzt spreche ich mit Ihnen als Vertreter der ÖVP, die hier sagt, wir müssen sparsam sein, wir brauchen weniger und effizienter. Sie werden vertreten in Brüssel von einem Ottmar Karas, der sich für 1,3% ausspricht. In absoluten Zahlen sind es 1,5 Milliarden Euro mehr an Belastung für Österreich. Sie wissen aber, dass der Herr Bundeskanzler gesagt hat, Veto bei 1,11% Vorschlag der Kommission. Ja, das liegt deutlich unter 1,3, was das Parlament fordert. In Brüssel. Ich rede von Gio Hahn, dem Kommissar, und ich rede von Ihrem Fraktionschef, dem Manfred Weber. Das sind völlig unterschiedliche Zungen und unterschiedliche Meinungen, je nachdem, wo man agiert im Spiel. Und wenn man hier kommt mit Sparsamkeit, und wir haben eine Strategie entwickelt, mit eurem Verlaub, die Europäische Union ist nicht einmal in der Lage, ja, etwa was im Lissabon-Vertrag festgeschrieben ist, die Kommissionsmitglieder um ein Drittel zu verringern. Die Europäische Union ist nicht einmal in der Lage, die zwei Parlamentssitze auf einen zu reduzieren. Und da kommt man mit Sparsamkeit, ja, und effizientes Handeln. Nein, und die Menschen spüren auch, dass hier sehr viel faul ist, dass ihnen da ein X für ein U vorgemacht wird, und daher gibt es eine Abwehrhaltung. Und ich möchte bei aller Anerkenntnis, dass europäische Zusammenarbeit wichtig ist, erstens einmal den Konsens haben, wohin soll sich diese Kooperationsgemeinschaft entwickeln, die Ziele darüber
brauchen wir Konsens und wir brauchen auch wieder eine Rückverlagerung von Kompetenzen an die jeweiligen Mitgliedstaaten, weil die, so behaupte ich, effizienter und billiger für ihr Territorium die Dinge zu entscheiden in der Lage sind. Ein Budget ist in Zahlen gegossene Politik. Aber die haben wir nicht festgelegt. Ich versuche jetzt, weil eben so viele Zahlen herumschwirren. Mhm. Also wenn es schon darum geht, eben Politik und das konkreter zu machen. Landwirtschaft. Ja. Beim Wahlkampf, vergangenes Jahr, EU-Wahlkampf, haben Sie auf die Frage, sollen nur mehr Biobetriebe Agrarförderungen bekommen, waren Sie mit SPÖ und Grüne gemeinsam dafür. Ja. Wäre das so etwas, wo Sie sagen, die Förderungen in Zukunft, bleiben Sie auch dabei? Frau Reiterer, wenn Sie sich den Landwirtschaftsbereich der Europäischen Union ansehen, kommen Sie drauf, dass 80% der Förderung an 20% der Betriebe vergeben werden. Und hier vor allem Großbetriebe und Agrarkonzerne ganz, ganz kräftig mit profitieren. Ich hätte gerne eine Deckelung. Ich sage mal 180.000 Euro. Ändern, aber nicht weniger Geld Deckelung. Geben. Aber deckeln wir das Ganze und transferieren nicht mehr unser Steuergeld in Richtung der Agrarkonzerne. Ja. Die Deckelung ist vorgeschlagen, nicht auf den Tisch. Aber nicht die Mittel kürzen. Nein, aber mit einer ganz speziellen Fokussetzung. Ja, natürlich einer besonderen Fördernote für die anderen kleinen Betriebe, die die Landwirtschaft ausmachen, natürlich auch. Ja, habe ich damals aber auch so gesagt. Wenn ich noch mal auf zwei Punkte eingehen darf. Zum einen, Herr Wilimski sagt so, die Europäische Union kriegt das nicht hin. Also wir sind alle die Europäische Union. Ne? Deshalb ist ja dieser Streit gerade, dieser fruchtbare Streit. Wir verständigen uns gerade zwischen 27 Demokratien, starken Demokratien darauf, wofür wollen wir 7 Jahre lang Geld ausgeben. Das ist doch eigentlich ein toller Moment. Wir überlegen uns, was sind unsere Prioritäten, was machen wir gemeinsam. Und natürlich muss der nationale Finanzminister erst mal schauen, was zahle ich und was kriege ich zurück. Das macht jeder Finanzminister, das macht jeder Vereinskassenwart so. Allerdings, wir müssen noch eins weitergehen. Und deshalb haben Ottmar Karas und Manfred Weber durchaus recht. Es geht nicht nur um, was kommt rein, sondern kommt was raus. Weil viele Sachen sieht man überhaupt nicht im Budget. Wenn wir gemeinsam, alle Europäer, zusammen in Ungarn, in Griechenland oder auch hier in Österreich eine Brücke bauen, einen Tunnel bauen, ein Unternehmen in den erneuerbaren Energien fördern, da haben wir doch nicht nur hier vor Ort etwas davon. Da haben alle Europäer was davon. Österreichische Unternehmen verdienen in Ungarn augenblicklich extrem viel Geld daran, dass die Europäische Union Ungarn aufbaut. Viele europäische Unternehmen verdienen daran, dass wir gemeinsam im Burgenland als Europa investiert haben. Also hören wir doch auf zu sagen, da geht nur was rein, da fließt was raus. Ja, das ist buchhalterisch richtig, aber Politik heißt, es ist ein Budget der gelebten Solidarität. Wir alle tragen gemeinsam Geld zusammen und finanzieren etwas, was wir gemeinsam besser können. Und wir müssen bei jedem Mal, wenn wir uns 7 Jahre lang einigen, wo können wir das gemeinsam besser? Und zurzeit haben wir als große Priorität Gott sei Dank erkannt, das sind Klimawandel, den wir bekämpfen müssen. Wir haben uns gerade am Wochenende geeinigt, dass wir das hier machen. Das ist ein großer Fortschritt, dass wir 7,5 Milliarden in den Übergang von Kohle in erneuerbare Energien reinstellen und die Digitalisierung. Und das sind wir weitergekommen. Aber wo investiert man, wo nimmt man was weg? Aber zum Beispiel eine Geschichte, die immer für ganz große und immer Diskussionen sorgen wird und auch weiterhin, ist dem, was Sie angesprochen haben, Außengrenzschutz und auch der Umgang mit Flüchtlingen. Und da ist es ja so, dass... Eingliederung von Migranten. Genau, Eingliederung von Migranten, aber eben diese Eckpunkte vom Haushaltsvorschlag vom EU-Ratspräsident Michel, da ist es zum Beispiel, jetzt bei der Flüchtlingsaufnahme noch zu bleiben, strukturschwache Gebiete, die Flüchtlinge aufnehmen, können zusätzlich 405 Euro pro Jahr und Migrant bekommen. Dies könnte aber zulasten osteuropäischer Staaten gehen, welche die Flüchtlingsaufnahme verweigern. Das war auch etwas Ähnliches, das eben der Außenminister von Luxemburg, Jean Asselborn, auch verlangt hat. Das ist etwas, was Sie wahrscheinlich befürworten und Sie verneinen. Vollkommen richtig. Die Feststellung Ihrerseits ist vollkommen richtig. Ich glaube nicht, dass wir die Flüchtlingsfrage so schematisch angehen können. Weil immer zu behaupten, dass diejenigen Staaten, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, dafür aber, wie das Ungarn in den letzten Jahren getan hat, für den Grenzschutz, über die viel gesprochen wird, aber weniger getan, sehr, sehr viel investiert hat aus dem Geld der ungarischen Steuerzahler und damit auch Österreich geschützt hat und Deutschland und eigentlich ganz Europa. Von den Migranten, die Griechenland nicht aufgehalten hat, mit Verlaub, weil die europäische Außengrenze verläuft. Aber es leben 1 Million mehr Menschen in Griechenland. Griechenland ist die europäische Außengrenze. Ja, aber da kommen wir doch zum Grundproblem. Man pickt sich immer nur den Teil der europäischen Solidarität heraus, der gerade für einen passt.
passt. Das merken wir jetzt bei dieser Budgetdebatte. Ja, aber lassen Sie mich weiterreden, weil Ungarn hat nie gesagt, dass dafür kein Geld geopfert werden muss. Schon beim Generalversammlung der UNO 2015 ist das eine klare Position gewesen, dass dafür alle europäischen Staaten viel Geld ausgeben müssen. Und wir lesen mit Freude im österreichischen Regierungsprogramm, dass Österreich auch durch Grenzschutz und auch durch Hilfe in den betroffenen Ländern viel gegen die Migration tun möchte. Also ich glaube, das so zu schematisieren, wie das schon in den letzten Jahren immer wieder versucht worden ist, ihr nehmt keine Leute auf, dafür müsst ihr mehr bezahlen. Das ist einfach, das entspricht der Realität. Entschuldigen Sie, aber einen Moment. Es kommen Hunderttausende, vornehmlich junge Leute, die wollen arbeiten und schaffen. Und sie kommen nicht legal. Sie kommen und sie wollen nicht arbeiten. Legal. Moment. Muss man sagen. Sie kommen. Und sie wollen nichts anderes, sie wollen arbeiten. Also die tatsächliche Erfahrung in Westeuropa zeigt was anderes. Das ist doch Unsinn. Das ist wirtschaftlicher Unsinn. Weil Sie wissen ja, dass die Obergrenze jedes wirtschaftlichen Wachstums die Arbeitskräfte sind. Und Europa altert. Europa werden bald Arbeitshände fehlen. Und ihre sozialen Sicherungssysteme brechen zusammen. Und diese Menschen, die kommen hier, arbeiten, zahlen ein, zahlen Steuern, zahlen Sozialabgaben. Sagen Sie und das helfen im Ernst? Unserer Wirtschaft. Sagen Sie das aber im darf Ernst? Ich da nur einhaken? Absolut im Ernst. Wenn wir über Migration sprechen, dann sprechen wir zu einem Teil vom mehrjährigen Finanzrahmen. Ja. Und zwar um die Dinge, die wir nur gemeinsam in lösen Österreich können. In Österreich würde die, entschuldigen Sie, ja, schon mal, die Gastronomie mich, zusammenbrechen, ja, schon mal, die Gesundheit, das Gesundheitssystem zusammenbrechen. Aber diese Leute leben gut, hier seit bitte. Jahren. Wenn wir über Migration sprechen, dann sprechen wir zum Teil vom mehrjährigen Finanzrahmen, wenn es um die Dinge geht, wie den gemeinsamen Außengrenzschutz. Das ist etwas, was wir gemeinsam sicherstellen müssen, das auch kein Staat alleine bewältigen kann. Und ob das jetzt der Ungarn ist, ob das Italien ist, Spanien, die Länder, die an der Außengrenze liegen, die brauchen Unterstützung und wir unterstützen die Aufstockung von Frontex. Und wo auch soll man dann Geld wegnehmen? Aber darf ich Ihnen nur eines noch sagen? Ich möchte präzise sein bei der Migration, weil da geht es nicht nur um Geld. Es gibt viele Länder. Gut, aber wir diskutieren jetzt heute. Ja, aber wenn Sie schon ins Spiel bringen, dann muss man schon auch sagen, dass die Migranten nicht in alle Länder wollen. Wenn Sie so zum Beispiel die Slowakei nehmen, von 4, die dort aufgenommen wurden, sind 3 weitergezogen, weil sie nicht in die Slowakei wollen. Also da muss man schon jetzt auseinanderhalten, auch legale und illegale Migration und die Frage, wie spielt der mehrjährige Finanzrahmen hinein? Und beim Außengrenzschutz ja. In anderen Bereichen geht es darum, dass die Europäische Kommission, hoffentlich in Bälde, ein neues Paket auch vorlegen wird, was die Migrations- und die gemeinsamen Aber mehr Geld, nur trotzdem, ich versuche es noch ein drittes Mal. Ein letztes Mal. Mehr Geld für Außengrenzschutz. Ja. Wo wollen Sie es aber dann dafür wegnehmen? Ja, es gibt andere Bereiche. Es gibt zum Beispiel im Bereich der Verwaltung, der Administration, dass man Geld wegnehmen kann. Es geht zum Beispiel überhaupt nichts mehr zu holen. Es gibt einen Punkt. Wenn man es vergleicht mit dem letzten Finanzrahmen, sind es 20% mehr. Es gibt im Bereich das ist, der Milchmädchenrechnung vom Bundeskanzler, die überhaupt nicht stimmt. Das ist seitdem er das im Ausschuss gesagt hat, mehrmals widerlegt. Ich habe die Zahlen sogar mit. Ja, Sie können es nachrechnen, ich habe es mitgenommen. Sie können es aber nicht sagen, wo Sie das Geld herhaben wollen. Ich sage Ihnen hier noch weitere Beispiele, wenn Sie mich... Eine Kürzung Frau Abgeordnete, wenn Sie mich ausreden lassen... Es ist eine Kürzung. Wenn Sie mich ausreden lassen, sage ich Ihnen ein weiteres Beispiel. Zum Beispiel die militärische Mobilität. Es gibt nämlich sehr wohl auch Bereiche, die von den Nationalstaaten zu leisten sind. Ich wurde gefragt nach Einsparungspotenzial. Also ich beantworte die Frage. Nein, aber das, im Bereich der Verwaltung, im Bereich der Kohäsion, was jetzt schon interessant ist, Sie sagen, Verwaltung kann man viel sparen, aber da gibt es nicht eben viel, aber einiges. Und sehr wohl, und wenn schon sozusagen die Aussage ist, dass es egal ist, was die zweite Stelle hinterm Komma ist, dann möchte ich nur sagen, dass jede Stelle hinterm Komma mehrere Millionen Euro sind. Und ich erwarte von jedem, ob er Bürgermeister ist, ob er Landeshauptmann ist, in einer Bundesregierung sitzt, dass er sparsam mit Steuergeld umgeht. Frau Ministerin, das ist das, was wir erreichen wollen. Ich stimme Ihnen absolut überein. Man muss mit öffentlichem Geld sparsam umgehen. Ganz klar. Absolut. Man muss ein schlanker Haushalt heißt nicht ein kleiner Haushalt. Ein schlanker Haushalt ist ein kluger Haushalt. Aber das heißt nicht, dass er klein sein muss. Aber über 1.000 Milliarden würden Sie sagen, das ist wenig, ja. Ach so. 1.000 Milliarden. Also es ist jedenfalls schon mehr als im letzten. Für Europa ist wenig.
selbst wenn es man fehlt zu wenig. Prozentsatz also jetzt auch mit Verlaub. Ja. Für Europa. Ich schätze die Griechen sehr. Sogar einer meiner Lieblingsfilme ist Alexis Sorbas. Ja. Nur seit über 10 Jahren hilft ihnen die europäische Staatengemeinschaft aus einer unglaublich problematischen Situation. Sie haben heute eine Schuldensituation, ja, die sowas von dramatisch immer noch ist, dass sie auch für ganz Europa eine Bremse ist. Und sich einfach hierher zu setzen und zu moralisieren und zu sagen, dass die Staaten, die das alles finanzieren, noch mehr zahlen sollen, ist jetzt nicht ganz richtig. Also das mit dem Moralisieren, entschuldigen Sie mal, jetzt wird das ein bisschen ernster. Einen Zusatzaspekt hier auch anzubringen, nämlich dass Sie als Vertreter Griechenlands... Ich bin nicht Vertreter Griechenlands. Vertreter aus Griechenland, hier nicht sitzen können und sagen, dass andere Staaten dieser europäischen Staatengemeinschaft hier Migranten aufnehmen soll. Völlig unerheblich, ob sie jetzt legal oder illegal sind. Erlauben Sie, dass es bei uns Wahlen gibt, eine repräsentative Demokratie, die eine entsprechende Mehrheitsbildung auch entsprechend absichert? Ich dachte, Sie wüssten, dass das überall in Europa Wahlen gibt. Österreicher und Sie nicht in Griechenland oder wissen aufzunehmen. Sie nicht, Frau Reiter, ich glaube, da ist der Kampf, die Moment. Bitte. Klarstellen, weil Frau Reiter hat ja eine Frage gestellt, die keiner beantwortet hat. Das sollten wir schon tun gemeinsam. Sie haben den Vorschlag des Ratspräsidenten Michel angesprochen, dass für die Integration von Flüchtlingen etwas mehr bezahlt werden soll. Und das hat überhaupt nichts mit der Aufnahme von Flüchtlingen zu tun. Es geht darum, die Mitgliedstaaten, die in der Flüchtlingskrise mehr Opfer gebracht haben, mehr Menschen legal aufgenommen haben, wie das beispielsweise Österreich, wie das beispielsweise Deutschland getan haben, dass die im Rahmen der Regionalförderung, im Rahmen der Förderung aus den Sozialfonds mehr Geld für die Integration von Flüchtlingen bekommen. So wie Sie das gesagt haben, das ist eine teure Angelegenheit. Und das hat er vorgeschlagen, dass einer der Faktoren, wie wir die Gelder verteilen, das berücksichtigt. Das hat gar nichts damit zu tun, was in Zukunft passiert. Gut, das wird die Migrationsdebatte entscheiden. Aber die zweite Hälfte war auf Kosten der osteuropäischen Staaten. Ich würde sagen, auf Kosten. Nein, es geht darum, den Mitgliedstaaten, die überproportional Lasten auf sich genommen haben, einige im Außengrenzschutz, andere aber auch bei der Integration von Flüchtlingen, und Österreich hat da ja auch sehr viel getan, dass die eine Kompensation dafür erhalten. Und das muss berücksichtigt werden bei der Verteilung der gemeinsamen Gelder. Das ist gelebte Solidarität. Ich möchte gern trotzdem noch weitergehen, weil ein ganz wesentlicher Punkt ist auch die Rechtsstaatlichkeit. Ja. Und da sagen Sie, dass es geht darum, die Auszahlung von EU-Mitteln an einen Staat, an die Einhaltung von Grundwerten und Rechtsstaatlichkeit zu binden. Jetzt wurde das aber vom Ratspräsidenten Michel eigentlich verwässert, kann man sagen. Dieser Rechtsstaatsmechanismus, ist der ein zahnloser Tiger? Oder sagen Sie, das soll schon in Zukunft noch mal so mitverhandelt werden? Es gibt nur Geld aus den EU-Töpfen, wenn die Grundwerte der EU eingehalten werden. Frau Reiter, das ist ganz, ganz wichtig für die Europäische Union. Und ich freue mich auch, dass es im Koalitionsvertrag der österreichischen Bundesregierung genauso auch drinsteht. Die Europäische Union ist eine Wertegemeinschaft. Und wenn wir gemeinsam Gelder in die Hand nehmen, um solidarisch Projekte zu fördern, müssen wir uns darauf verlassen können, dass überall in Europa das Recht eingehalten wird und die Grundwerte eingehalten werden. Deshalb hat die Kommission vorgeschlagen, dass die Auszahlung von Mitteln daran geknüpft ist, dass in einem Mitgliedstaat ein funktionierendes justiz- und staatsanwaltliches System vorherrscht. Der Ratspräsident hat das Gott sei Dank unterstützt. Es geht am Ende um die Frage, welche Mehrheit darüber entscheidet, wenn die Kommission sagt, in einem bestimmten Mitgliedstaat ist das nicht gegeben. Darüber müssen wir weiter streiten. Aber die Grundsatzfrage, da sind, glaube ich, Österreich, die Europäische Kommission, alle Mitgliedstaaten einer Auffassung. Die Europäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft. Es geht nicht anders. Wir müssen uns auch gegenseitig vertrauen. Wir müssen auch uns gegenseitig vertrauen, dass, wenn es mal zu einer fehlerhaften Verwendung von Mitteln kommen sollte, es dann ein Justizsystem gibt, das uns erlaubt, die Steuerzahler aller europäischen Aber Staaten zu schützen. Aber nur ein Justizsystem, keine politische Entscheidung. Keine politische Entscheidung, sondern ein Justizsystem und eine unabhängige Staatsanwaltschaft. Aber diese qualifizierte, dass das eben nur mehr mit einer qualifizierten Mehrheit passieren kann, wie das eben der Ratspräsident Michel will, ist das für Sie in Ordnung oder ist das nicht eine Verwässerung? Doch, die Europäische Kommission hat auch eine qualifizierte Mehrheit vorgeschlagen. Die Frage ist, wie man sie genau berechnet. Da muss man jetzt noch ein bisschen weiter diskutieren. Aber es muss eine Mehrheitsentscheidung sein, weil das Budget ja uns allen zugutekommt und wir hier darüber reden, was passiert mit dem Geldern des österreichischen Steuerzahlers am anderen Ende des Kontinents und umgekehrt. Und da muss fair entschieden werden, da können wir nicht mit Einstimmigkeit entscheiden. Die Rechtsstaatlichkeit aus Ihrer Sicht ein absolutes Must und soll gebunden werden, wenn man in die EU-Töpfe greift? Unbedingt. Ich glaube, da geht es auch um eine Glaubwürdigkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Union. Und es ist auch eine Verpflichtung, die wir gegenüber unseren Mitbürgerinnen in den betroffenen Ländern haben. Weil was können wir denn auch wirklich tun, damit die Situation dort besser wird? Das sind nämlich Rechte, die
unsere Mitbürgerinnen dort verdient haben, auch weil sie Bürgerinnen der Europäischen Union sind. Deshalb haben sie auch dieses Mindestmaß, dieses hohe Mindestmaß an Rechtsstaatlichkeit verdient, wenn sie in einem EU-Mitgliedstaat wohnen. Es sollte auch ein Automatismus sein, meiner Meinung nach, genauso wie bei vielen anderen Themen. Wenn gegen EU-Gesetze verstoßen wird, gibt es eine Sanktionierung und das bedeutet auch irgendwann eine Strafe, eine finanzielle. Und das sollte auch bei der Rechtsstaatlichkeit so sein, weil auch hier wird gegen ein EU-Grundrecht verstoßen. Und deshalb bin ich natürlich auch, das stimmt, dann gibt es halt eine Abstimmung, aber es sollte besser ein Automatismus sein, als dass noch eine Abstimmung notwendig ist. Aber diese Wertedebatte trägt sich ja durch das ganze Budget, auch in Fragen, wo investieren wir unser Geld? Aber gerade beim Thema Rechtsstaatlichkeit sollte es jetzt keine Abschläge geben. Herr Brölle, Sie halten Sanktionen für absurd, wenn Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit vorliegen. Ich glaube, die Rechtsstaatlichkeit ist sehr, sehr wichtig. Bloß ich glaube nicht, dass es unbedingt mit dem Budget in Zusammenhang gebracht werden kann. Weil die zwei Prügelknaben, Ungarn und Polen, an denen es ständig rumgehackt wird, man darf ja nicht vergessen, dass wenn wir über Geld sprechen, wenn wir über Zahlen sprechen, dann müsste man sich genauer anschauen, wie die EU-Mitgliedstaaten mit diesem Geld umgehen. Und wenn ich sehe, dass Ungarn zu den 6 Ländern gehört, die Maastricht-Kriterien einhalten in der Europäischen Union, dann frage ich mich, wieso ausgerechnet bei Ungarn das Budget irgendwie gekürzt werden sollte. Wir reden vom europäischen. Ja, doch, wenn es darum geht, wie man europäische Gelder ausgibt, dann schauen wir uns doch mal an, wie Viktor Orbán selber mit EU-Fördern umgeht. Ich rede vom europäischen Budget. Und deshalb sage ich, das ist sehr wichtig, dass wir Jahr für Jahr die Mitgliedstaaten einander ins Auge schauen und besprechen, wie es mit der Rechtsstaatlichkeit in den einzelnen Staaten steht. Mhm. Aber das in Verbindung zu bringen mit dem Budget, das ist einfach nicht okay. Weil ich meine, die Frage... Wie sollte man das sonst machen? Das ist ja, wieso? Warum? Das, Moment, zuerst die Frau Ministerin. Zum Ersten geht es um den Schutz der finanziellen Mittel der Europäischen Union. Zum Zweiten geht es darum, dass wir gemeinsame Werte haben, auf die wir uns verständigt haben und die eingehalten werden müssen. Und ja, wir haben ein laufendes Artikel 7-Verfahren in Ungarn und auch in Polen. Wir als Österreicher sagen, es ist wichtig, im Gespräch zu bleiben, aber es gibt klare Linien. Und wenn ich mir die Berichterstattung erst heute wieder anschaue zu Polen und diesem scheibchenweisen Abschneiden der Rechtsstaatlichkeit, dann sage ich Ihnen auch, zur gleichen Zeit sind die Polen sehr proeuropäisch und ich habe noch keinen offiziellen Vertreter von Polen getroffen, der auch nur irgendwelche Fantasien in die Richtung hat, aus der Europäischen Union raus. So, und wir müssen aber schauen, dass wir die Staaten zurückbringen auf den Weg der Rechtsstaatlichkeit. Und das geht nun mal über das Geld. Man kann es nicht anders sagen, Geld regiert die Welt, Geld ist wichtig für die Staaten, wir wollen unterstützen, aber gleichzeitig wollen wir diese Staaten auch voranbringen. Das heißt, Österreich bleibt dabei, dass wir Rechtsstaatlichkeit mit dem EU-Budget... Frau Ministerin, absolut. Sagen Sie mir ein internationales Beispiel, wo das gewirkt hat. Es wirkt, das kann ich Ihnen sagen, wo hat es funktioniert? Wenn in dem Moment, wo die Gelder gestrichen werden, weil festgestellt wird, dass die Rechtsstaatlichkeitsprinzipien nicht mehr funktionieren, wird es, und davon bin ich überzeugt, Wirkung zeigen. Und als ehemalige Richterin sage ich, zum Ersten brauchen wir Rechtsstaatlichkeit. Das ist ganz wesentlich und es gibt eine Rechtsstaatlichkeit in der gesamten Europäischen Union und keine unterschiedlichen Messlatten und es darf keine Abstriche geben. Und zum Anderen, Sanktionen wirken immer. Wenn es keine Sanktionen gibt, dann ist es viel schwieriger, Menschen, Institutionen, Mitgliedstaaten auf diesem Track der Rechtsstaatlichkeit zu halten. Wie gut die gewirkt haben, haben wir in Anführungszeichen gesehen im Falle Russlands. Na, aber wir reden ja jetzt auch davon. Russland ist nicht Mitglied der Europäischen Union. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, dass es ja auch um einen Rechtsstaatlichkeitszirkel geht, den wir auch besprochen haben. Erlauben Sie, ich stimme Ihnen überein. Also die Rechtsstaatlichkeit muss in der Europäischen Union gewahrt werden und die Europäische Union, ihre Institutionen müssen auch wachen, wachsam sein, dass die Rechtsstaatlichkeit gewahrt wird. Absolut. Nur, ich habe ein bisschen Angst davor, dass politisch entschieden wird, was rechtsstaatlich ist und was nicht. Das ist eine Frage, die
von Gerichten entschieden werden muss. Von europäischen Gerichten, nicht von Gerichten in jedem Land. Aber das muss, wie das auch in, beispielsweise in Österreich passiert, dass wenn in Österreich die Regierung meinetwegen bezichtigt wird, dass sie rechtsstaatliche Prinzipien verletzt, dann wird das Gericht das entscheiden. Aber so ist es auch vorgesehen, Herr Paasgebürles. Okay. Es ist vorgesehen, dass natürlich in letzter Instanz immer der Europäische Gerichtshof entscheidet. Nur was auch klar ist, wenn ein Mitgliedstaat sich entscheiden sollte, die Urteile des Europäischen Gerichtshofs nicht mehr zu beachten, dann kann auch nicht mehr aus dem gemeinsamen Budget Geld ausgezahlt werden. Und wenn wir das gehört zum Gründungsversprechen der Europäischen Union. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass der Vorschlag der Europäischen Kommission hierzu im Grundsatz von allen Mitgliedstaaten mit 2-3 Ausnahmen unterstützt wird. Und ich bin ganz sicher, ohne eine Einigung über das Rechtsstaatsverfahren wird es keine Einigung über den neuen EU-Haushalt geben. Ich bin ganz sicher darauf. Aber Sie machen sich keine Sorgen, dass dann einfach Polen und Ungarn in dem Fall einfach nicht zustimmen, weil es ist Einstimmigkeit gefragt. Ja, das Polen und Ungarn haben ein großes Interesse, dass dieser neue Finanzrahmen verabschiedet wird. Denn Sie haben ja von Nettozahlern und Nettoempfängern gesprochen. Die Europäische Union ist eine Solidargemeinschaft. Und wir sind alle darauf angewiesen, dass bis Ende dieses Jahres dieser Finanzrahmen verabschiedet wird. Und da bin ich sehr zuversichtlich, auch aus meinen Gesprächen mit vielen ungarischen und polnischen Kollegen, dass wir uns am Ende einigen werden. Also, ich gebe, auch wenn Sie überrascht sein mögen, Ihnen hier recht. Und ich habe auch den Eindruck, dass man hier politisch die Dinge des rechtsstaatlichen Verhaltens entscheidet. Das haben wir nicht gesagt. Rechtlich relevanten Dingen. Ich erachte den Weg der Europäischen Union für einen, der die Zentrifugalkräfte immer mehr fördert. Ja? Wir haben jetzt Großbritannien verloren. Ja? Wir bewerten die Ungarn und die Polen, was ich sehr schade und sehr unfair finde, in einer Art und Weise, wie es weder die Polen noch die Ungarn verdient haben. Das ist eine Politik, wo man sich nicht wundern darf, wenn am Ende des Tages der Nächste dann auf Wiedersehen sagt. Ja? Und die Europäische Union... Aber Willi, steht doch gar nichts in Diskussion. Ne? Die eigentlich, naja, sie haben bei Ihnen in der Fraktion die Fidesz sitzen, die suspendiert ist in ihrer Mitgliedschaft. Wenn am Ende des Artikel 7-Verfahrens dann ein Urteil stünde, dann wäre Ungarn quasi weg aus der europäischen Staatengemeinschaft. Ja, aber das wollen wir genau verhindern, deshalb reden wir ja weiterhin und wollen am Verhandlungstisch bleiben. Also genau, diese Gefahr besteht nicht, das kann ich Ihnen ganz eindeutig sagen. Welche Gefahr besteht? Dass da in Ungarn irgendwelche Austrittsgedanken... Der Verlust ihres Stimmrechts im Rat wäre dann der Fall, wenn dieses Artikel 7-Verfahren für Sie negativ ausgeht. Ja. Das ist das Entscheidende. Haben wir jetzt hier ein anderes Das Verfahren. Ist de facto ein Ausschluss aus der Europäischen Union. Aber Herr Willi, ich halte aber das nicht für richtig. Nicht. Und da schließe ich jetzt den Kreis und bewege mich zum Budget zurück. Ja. Ich glaube, dass eine Mehrheit der europäischen Staaten, die in einer unglaublich pluralistischen Art und Weise sich gebildet haben, wieder mehr an Kompetenzen zurückhaben möchte, aber trotzdem in einer sehr freundschaftlich guten und gedeihlichen Art und Weise zusammenarbeiten wollen. Ja. Und aber diese Frage muss beantwortet werden von der Staatengemeinschaft, ob man jetzt, so wie Sie alle es wollen, noch mehr an Kompetenzen Richtung Brüssel geben soll, wo aus meiner Sicht weniger Erfolg in der Bewältigung der Probleme ist. Die Frage ist, an wen in Brüssel? Und wenn ich dann höre, und Sie, ihr müsst mehr Migranten aufnehmen, auch wenn die illegal sind, und ihr müsst mehr zahlen, nein. Sie haben 300.000 illegale europäische Union, europäischen Ländern legalisiert. Welche Kompetenzen sollen von Brüssel aus Ihrer Sicht? Wir sind glücklich wieder über Sie und Sie sind glücklich über uns. Ja, welche Kompetenzen sollen aus Ihrer Sicht, weil Tschechen. Es hat auch der IHS-Chef Martin Kocher hat auch gemeint, dass man sich genau auch darüber unterhalten müsste im Sinne des EU-Budgets. Mhm. Welche Kompetenzen sollen von Brüssel wieder in den Nationalstaat wandern, beziehungsweise vom Nationalstaat nach Brüssel? Die ganze Richtlinienflut sämtlicher Kommissionen, ja, weniger Kommissionen, damit auch weniger Entscheidungen wieder mehr zurück an die Nationalstaaten. Arbeitsmarktpolitik, eine klassische Sache auch der Nationalstaaten. Und jetzt bin ich bei einer Einsparung und auch in der Kompetenz der Außengrenzschutz. Ja. Jeder redet davon, dass wir Gelder Richtung
von Frontex pumpen müssen. Ja, Frontex hat völlig versagt. Es ist eine klassische EU-Agentur, die den Außengrenzschutz gar nicht wahrnimmt. Ja, die sich als Wassertaxi mehr oder minder betätigen. Eine Art warum machen wir das nicht? Wir haben in Europa, viele Heere, ja, und auch Polizeieinheiten. Und warum nicht nach dem Vorbild der Vereinten Nationen, die auch gemeinsame Kontingente stellen? Das wäre eine gemeinsame, wundervolle Anstrengung Europas, dass aus Kräften der jeweiligen europäischen Heere, aber auch der Polizei hier... keine EU-Armee, eine gemeinsame Grenzschutztruppe. Ja? Mhm. Und wenn die Grenzen, das kostet nämlich nichts, wenn die Gelder für diese Heere... Es wurde beschlossen im Jahre 2015, am 15. Dezember wurde beschlossen, wir schaffen es. Wir haben die rechtlichen Grundlage geschaffen und wir haben beschlossen, gemeinsam 10.000 europäische Grenzschützer in europäischen Uniformen an die Außengrenzen zu stellen. Zusätzlich zu den nationalen Grenzschützern. Aber vor allem die ich möchte dem Herrn Wilimski in einem Punkt recht geben. Wir unterhalten uns zu wenig darüber, wohin sich die Europäische Union entwickeln soll. Jetzt habe ich eine ganz andere Vorstellung davon als Sie, in welche Richtung das gehen sollte. Mehr Europa. Mhm. Aber man merkt das gerade jetzt beim Budget, dass wir uns diese Frage dringend stellen müssen. Ja. Weil diese Architektur, in der wir sind, aber auch die Architektur des Budgets und wie wir dazu kommen, ist offensichtlich nicht mehr zeitgerecht. Wenn wir uns überlegen, vor zwei mehrjährigen Finanzrahmen ist gerade das erste iPhone auf den Markt gekommen. Seitdem hat sich die Welt wirklich grob geändert und auch die Anforderungen an die Europäische Union sind enorm gewachsen. Wir verschieben immer mehr Wünsche dorthin. Wenn es aber dann darum geht, dass wir dann auch entsprechend die Europäische Union weiterentwickeln müssen, dass sie der Zeit entsprechen kann, dann halten wir uns zurück. Und ich glaube, hier müssen wir auch jetzt dieses Feilschen, diesen Passat, dieses unwürdige Schauspiel, wenn dann überhaupt als Auftrag nehmen, dass wir diese Legislaturperiode in der Europäischen Union jetzt zum Anlass nehmen, die Europäische Union besser weiterzuentwickeln. Oder die Antwort darauf zu finden. Also zwei Sachen. Jetzt sind zwei Sachen angesprochen worden. Erstmal der Grenzschutz und dann die Demokratie. Ganz richtig. Mit dem Grenzschutz. Das geht uns sehr viel an, weil Grenzschutz zu einem großen Teil Griechenland betrifft. Und zwar das Meer. Die Meeresgrenzen. Grenzschutz und Abwehr von Flüchtlingsströmen im Meer bedeutet Menschen ertränken. Immer. Anders geht es nicht. Überhaupt. Und das werden wir nicht machen. Moment, nun komme ich zum anderen. Ertränken die Australier? Nein, wir sind fast am Ende der Sendung. Die Australier nehmen sie und schicken sie auf Inseln. Aber sie ertränken also nicht. Das wollen wir in Europa auch nicht machen, Menschen auf Inseln schicken. Na, aber das haben wir schon gemacht. Moment. 10 Kilometer von der libyschen Küste auf. Bitte einen Satz noch, weil wir sind am Ende der Sendung angekommen. Moment. Jetzt kommen wir zu der anderen Frage der Demokratie. Sie werden wohl mit mir übereinstimmen, dass die Kompetenzen des Europäischen Parlaments ein Witz sind. Sie werden mir wahrscheinlich mit mir auch übereinstimmen, dass die Kompetenzen der nationalen Parlamente, was europäische Fragen sind, auch ein Witz sind. Also wir müssen uns da überlegen. Wir müssen uns da überlegen, wie sowohl das gesamte Europa demokratischer vertreten wird, wieso also die Rechte des Parlaments auch in den Budgetfragen gestärkt werden und wie auch die nationalen Parlamente eingebunden werden in dieser Diskussion und in dieser Geschichte. Ein griechischer Verfassungsrechtler hatte mal gesagt, wir können uns überlegen, neben dem Europäischen Parlament ein Parlament der Parlamente zu haben. Das sind alles sehr interessante Gedanken, aber da müssen wir was machen. Ich weiß, es gibt viel zu diskutieren, wir werden noch viele Sendungen dazu haben. Vielen Dank Ihnen allen. Eine Einigung steht in den Sternen der EU-Flagge. Ja, und wenn sich die Mitgliedstaaten geeinigt haben, beginnen aber eben erst die harten Verhandlungen mit dem EU-Parlament, das viel mehr Geld verlangt, als jedes Mitgliedsland zu geben bereit wäre. Vielen Dank meinen Gästen für die Diskussion, Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Reden Sie darüber. Auf Wiedersehen. Nach unserer Sendung sehen Sie den Spielfilm Der Blunzenkönig, in dem persönliche Werte auf den Kopf gestellt werden. Bis nächsten Sonntag.